Hey Kinders, was geht bei euch? Ja, willkommen zum neuesten Overwatch hier auf meinem Kanal. Ich habe eben schon eins gestartet und es war einfach sofort hier das 2 auch als T und er schießt durch die Wand runter auf die Doors die ganze Zeit. Also immer wenn ein Feind dabei hat, genau auf den Kopf geaimt. Das war also zu 100% ein Wallhacker. Den habe ich jetzt einfach komplett weggelassen, weil ich die Aufnahme hier am Stück lassen will und jetzt nicht irgendwie dann rumschnibbeln und hin und her, weil das nicht so viel Zeit. Also so von wegen von Fall zu Fall schneiden. Ich hoffe, dass er jetzt hier nicht gleich einen Spinbot oder so eine Scheiße anmacht. So, den hat man natürlich ganz klar gesehen. Was hat denn der gemacht da oben? Hat er jetzt auf Short geguckt die ganze Zeit? Wie gehen die Headshots gerade bei ihm rein? Ziemlich gut. Sehe ich das richtig? Es schaut so aus. Als wenn er so am Ende einen Trigger hätte, aber das ist jetzt ziemlich verfrüht gesagt. Also ich will das gar nicht so festhalten. Ja, aber das war gerade eben so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was der jetzt hier so offen da gemacht hat, der City, also da, der auf A-Spot drauf stand. Hat er Richtung Short geschaut, höchstwahrscheinlich. So, ja, ich schieb das hier mal dahin. Ich habe jetzt wieder keine Facecam, weil es ganz, ganz früh am Morgen ist, meine Augen sind kleine Schlitze. Und ich sehe einfach voll verpennt aus, aber noch den Abdruck vom Kissen im Gesicht. Und deswegen habe ich jetzt die Facecam, die Webcam erstmal weggelassen. So ganz gemütlich die erste Runde heute. Die erste Aufnahme. Da will ich nicht direkt übertreiben. Aber später werde ich noch ein bisschen was aufnehmen für den Rest der Woche. Und dann fängt nämlich auch nächste Woche schon wieder mein Studium. Oder es fängt nicht an, aber es geht weiter. Und da werde ich noch ein bisschen was aufnehmen. Dass ich was auf dem Kasten habe. Hat er jetzt schon irgendwas gemacht, bis auf diese obvious, oder nein, was heißt obvious, diese... Okay, das ist, da ist er einfach nur behindert. Ich wollte ganz kurz sagen, oh nein, Spinbot, aber er hat einfach nur um sich rumgeschossen, okay. Glaubt er, dass, vielleicht hat das irgendein City erspäht von unten und dachte, oh, Spinbot, den werde ich eine reindrücken, obwohl sich das Model ja eigentlich gar nicht so dreht, oder? Für die anderen auch nicht. Wobei, wie war denn das letztens in diesem Video, das ich da letztens gemacht habe, dieses Hacker vs. Hacker? Da konnte man sehen, wie sich jemand anderes auch so komisch geht. Ja, gut, vielleicht auch einfach mit der Maus, wer weiß. Also das, ja. Weil normalerweise sieht man Spinbot ja nicht von außen. Also der Spieler selbst, der den Spinbot nutzt, sieht das nicht so, wie wir es hier sehen. Und ich glaube, im Spiel sieht man das Model auch nicht total abgehen oder etwa doch? Nee. So von wegen den Helikopter machen und so. Ich glaube nicht. Ich habe mich übrigens, ich habe mich nicht eingelesen, aber ich habe kurz einen Text überflogen, weil ich es mit jemand anderem über Spinbots hatte, Anti-Aim und hin und her. Und da war ich halt in einem Forum, wo jemand die Frage gestellt hat, was Spinbot ist. Und da hat jemand gesagt, Spinbot zählt auch in die Cheat-Art Speed-Hack. Würde das mit reinzählen. Wisst ihr da genaueres? Also ich erinnere mich früher an Speed-Hack bei 1.6. Und ich habe auch noch bei Source, wenn jemand halt einfach sehr schnell, also wirklich wunderlich schnell gerannt ist, zu dir hingebottet ist. Dann gab es auch noch Teleport, war das nicht sogar mal bei CSGO hier der Fall? Ich glaube, es war bei CSGO auch mal der Fall. Wo sich Leute einfach direkt am Anfang der Runde irgendwo hin mehr oder weniger geportet haben, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da dann einfach doch noch zu wenig aus mit den Cheats. Ich komme ja so selten in Berührung damit. Also das habe ich euch ja schon mit stolz geschwellter oder mit Glück geschwellter Brust mehrfach erzählt, dass ich eigentlich nie gegen Cheater spiele. Also innerhalb dieser 500 bis 1000 Spiele, die ich bei CSGO jetzt gemacht habe, hatte ich einen Cheater im Gegnerteam. Und sonst nicht. Beziehungsweise sonst hätte ich zumindest, habe ich nicht gemerkt, dass ich einen Cheater im Gegnerteam hätte. Und ja... Da ist natürlich, es ist ja auch wichtig, wie man das empfindet, also wie schnell man einen Cheater callt. Ich weiß noch, ich hatte früher einen Mate, der hat am Anfang ernst und später dann zum Glück irgendwann nur noch so im Spaß sehr früh Cheater in Anführungsstrichelchen erkannt. Das war immer ziemlich lustig, also er hat halt einfach nur einen Headshot fressen müssen und dann hat er wirklich ernst gesagt, dass dieser jemand cheatet. Obwohl es... also augenscheinlich kein Cheater war, also man hat das nicht gespürt, nur weil jemand gut ist, es gibt einfach Leute, die sagen, nur weil jemand gut ist, wäre es ein Cheater, aber natürlich kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Cheats, also weiß, wie sie auch so circa funktionieren, weil man sich eben eingelesen hat oder wie auch immer, weil man Videos dazu gesehen hat, dann kann man schon überprüfen, ob jetzt jemand Warlock hat, wenn er zumindest ein bisschen obvious die ganze Sache macht. Also Warlin hat mir da gerade... vorgestern, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt und da hat er gesagt, er hat ein paar Spiele gemacht und hatte dann einen Wallhacker. Er hat einfach
in vielen Situationen, ne, wurde Off-Angle weggenutzt, wurde durch die Wand angesprayt und so weiter und so fort. Also dieses typische Wallhack-Verhalten, dass jemand wirklich komplett komisch ist. Aber wenn jetzt jemand einen Wallbang nutzt und du weißt nicht, dass es ein Wallbang-Spot ist, dann ist es natürlich schwierig für dich als Erschossenen festzustellen, ob das jetzt ein Cheater ist oder nicht. Ganz klar. Also da kann ich auch verstehen, dass wenn man gegen gute Spieler spielt, wir letztens im Livestream haben wir ja, wen hatten wir da dabei? Gegen wen haben wir gespielt? Wir haben gegen einen von Alternate gespielt. Also, jetzt wird hier angerufen, Heidenei. Das ist dumm gelaufen für den Anrufer. Wir haben gegen einen von Alternate gespielt, der war live, im Livestream war mit dabei, im Gegnerteam, alle sind voll ausgerastet. Und so jemand ist natürlich eine ganz andere Kragenweite vom Skill her, wie jetzt Gold Nova 4 und wenn es sich jemand auskennt und eben die ganzen Wallbangs benutzt und dann auch gleichzeitig so richtig krass gut spielt, dann kann man natürlich als kleiner Spieler meinen oder als Spieler, der vielleicht eben noch nicht so die Erfahrung in Counter-Strike sammeln konnte, könnte man meinen, dass er eben hackt. Und ja, jeder weiß es. Es gibt einfach Leute, die sehr früh einen Hacker callen und Leute, die gar keine Hacker callen, beziehungsweise die einfach Glück haben. Also ich weiß genau, oder ich denke, dass ich halt auch einfach irgendwie Glück habe. So mit den Zeiten, wann ich spiele. Ich spiele einfach zu unorthodoxen Zeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Cheater eher so zur Primetime spielen, um eben die Leute abzufacken. Also diese Abfuck-Cheater eben, die das vorhaben, das war echt ein schwieriger Fall irgendwie, kann das sein? Ich weiß jetzt, ich habe schon drauf geachtet, aber da hat doch jetzt, bis auf diese zwei Dinger am Anfang, hat er irgendwas gemacht? War da irgendwas? Okay, ich habe jetzt vielleicht ab dem letzten Drittel nicht mehr so geguckt, oh Gott. Ich glaube, er hatte nichts, oder? Jetzt mal im Ernst. Ich hab nicht mehr auf den Wallhack oder sowas geachtet, glaube ich. Ich habe jetzt ziemlich viel erzählt. Aber ich meine, dass er clean war, oder? Fuck. Gott, wenn ich dann in so einem Thema drin bin und wirklich richtig, ja, im Erzählfluss bin, dann kann das passieren. Ich sag einfach mal, er hatte nichts. Ich sag, er hatte nichts. Vor allem ist es jetzt mal eine nette Abwechslung, oder? Wir haben jetzt die letzten 30 Overwatches waren ständig irgendwelche Rage-Hacker, irgendwelche total obvious Wall-Hacker, Aimbotter, Spin-Hacker. Hatten wir auch letztens noch einen Griefer dabei. Ich glaube, Griefer hatten wir schon länger nicht mehr. Wir hatten einen, der zwar einen Mate angeschossen hat, aber das haben wir dann nicht gezählt als Grief. Das ist mal eine nette Abwechslung, komm, was soll's.